Und jetzt erklären Sie mir mal, was Sie gestern in der Fürstensuite zu suchen hatten. Und ich will nur die Wahrheit hören und sonst nichts, verstanden? Also, die Sache war die, wir... Lassen mich. Also, ich habe da gestern Abend sauber gemacht. Und zwar ganz, ganz gründlich. Und dafür haben Sie Verstärkung gebraucht? Ja, nein. Also, ich habe da geputzt unterm Bett. Also, gestaubsaugt. Und dann habe ich meinen Ohrring verloren. Unterm Bett? Nein, ja. Mir ist der Ohrring aus dem Ohr rausgefallen. Und ich weiß auch nicht, irgendwie muss ich ihn mit dem Staubsauger und das Bett geschoben haben. Ja, und dann hat sie mich gerufen. Ja, ich kann mir den Ohrring nicht mehr ran. Ja, und dann, als wir das Bett wegrücken wollten, da... sind wir ausgerutscht. Ja, was Verrücktes. Und just in diesem Moment sind Sie erschienen. Ach, so war das. Ja, so war's. Ja, genau so. Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich, hä? Glaubt ihr im Ernst, ihr könnt mir hier diese Lügen auftischen und kommt's auch noch damit durch? Ich weiß genau, was ihr gestern Nachmittag in der Fürstensuite vorhattet. Und ihr könnt froh sein, dass ich noch rechtzeitig dazwischen gekommen bin. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht? Es tut uns wirklich leid. Es kommt doch nie wieder vor. Garantiert nicht. Nein, es kommt ganz bestimmt nie wieder vor. Sind wir jetzt gefeuert? Einmal. Einmal will ich noch Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber nur dieses eine Mal. Und dann, Frau Lieberts, wenn auch nur noch die kleinste Kleinigkeit passiert. Nicht wirklich, nein, gar nichts. Das verspreche ich hoch und heilig. Und halten Sie sich von den Gästen fern. Privat, meine ich. Und was Sie betrifft, junger Mann, da. Die ist jetzt endlich da. Und diese Uniform werden Sie in Zukunft immer tragen. Und zwar in jeder Sekunde, die Sie hier in diesem Hotel sind. Verstanden? Klar. Verstanden. Los, weiter. Erst stundenlang rumtrödeln und dann schlapp machen? Du willst das nicht. Ich löse ab, das arme Mädchen kann Sie ja gar nicht Sie tun, was mehr. Ich Ihnen gesagt habe, Frau Sonnenbichler. Und was habe ich Ihnen gesagt? Na? Und warum machen Sie dann Ihre Arbeit nicht, sondern stecken Ihre Nase in Angelegenheiten, die Sie nichts angehen? Oder sollen unsere Gäste zum Mittag ungeschälte Karotten kriegen? Ist das sauber? Das nennen Sie sauber? Was meinen Sie, was das Gewerbeaufsichtsamt dazu sagt? Die machen uns den Laden dicht! Ich hab's vergessen. Nicht, dass dich der Seniorchef so lange aufgehalten hat. Dann hätte er dir keine Strafe aufgebrummt. Das ist meine Sache. Und ich hatte sie auch gebeten, nichts zu sagen. Ja, das habe ich ja auch nicht. Jedenfalls nichts Konkretes. Nur so im Allgemeinen. Andeutungen. Warum können Sie sich nicht einfach raushalten? Weil ich nicht mehr zugucken kann, wie du hier behandelt wirst. Aber Sie machen doch alles nur noch schlimmer. Was glauben Sie denn, was passiert, wenn Alexander mit Robert spricht? Nur ganz allgemeinen Andeutungen. Sie meint es ja nicht böse, aber es ist trotzdem falsch. Ich muss das einfach durchhalten, das ist die einzige Möglichkeit. Noch ein Konflikt zwischen Robert und Alexander, wer weiß, wohin das führt. Allerdings, wenn Robert noch lange so weitermacht, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Wenigstens habe ich gleich Pause. Boah, ist mir schlecht. Meine Oma hat immer gesagt, iss was, Kind, sonst kippst du mir aus den Latschen. Das sind nur 90er. Leider zu fade. Leider zu fade. Ist was? Ja. Lass uns bitte sachlich bleiben, wenn es ums Hotel geht, ja? Oh, der Juniorchef kommt dienstlich zu mir. Gibt es irgendetwas in der Küche auszusetzen? Passen die Beine nicht? Natürlich nicht, da würde ich mich nicht einmischen, das weißt du genau. Was willst du dann? Es geht ums Personal. Auch bei dir in der Küche. Was ist mit meinen Leuten? Hat sich einer beschwert? Nicht direkt beschwert, aber es gab Andeutungen, dass, sagen wir mal, die Belastung in der Küche sehr extrem ist. Andeutung? Von wem?
Diejenige oder derjenige hat sich vertraulich an mich gewandt. So. Da will jemand anonym bleiben. Weißt du, wie ich das nenne? Feige. Einfach nur feige. Das ist nicht feige, das ist einfach nur klug. Wenn einer was von mir will, dann soll er mir das offen ins Gesicht sagen. Oder sie. Wem es bei mir nicht passt, der kann gerne gehen. Sag ihr das, wenn sie sich das nächste Mal bei dir ausheult. Hi. Na, Pause? Ja, endlich. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Was? Es ist doch schon fast Mittag. Ich komme einfach nicht dazu. Der Saalfeld scheucht mich den ganzen Tag durch die Gegend. Gestern hat er mich sogar Bierfässer schleppen lassen. Oh. Rückenschmerzen? Ja. Warte mal. Okay? Oh. Du, wenn ich das richtig machen soll, dann musst du mit rüber in den Wellnessbereich kommen und dich hinlegen. So wird das nichts. Oh, ja, später. Jetzt muss ich aber wirklich erstmal was essen, sonst wird mir schwarz vor Augen. Okay. Jederzeit, okay? Komm einfach vorbei. Und weißt du eigentlich, dass ich es nur dir zu verdanken habe, dass ich noch da bin? Danke dir nochmal. Keine Ursache. Was soll das denn schon wieder? Ich wollte nur ganz kurz Pause machen, bevor es im Mittagsbetrieb wieder so hektisch wird. Es ist schon hektisch. Also los, wir brauchen Sie. Vielleicht gönnen Sie ihr mal ein paar Minuten, damit sie was essen kann. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Also los, 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 los. So geht das schon den ganzen Tag. Und, wie sehe ich aus? Wie ein Page. Hey, komm, wir waren noch ein super Team. Habe ich doch gesagt, solange wir zusammenhalten. Mann, der Sonnenbichler, der hat uns doch gar kein Wort geglaubt. Wir hätten viel besser ausgehen, wenn wir die Wahrheit gesagt hätten. Aber nein, du bist ja der notorische Lügner. Ja, da bin ich aber nicht der Einzige. Ich habe mit dem Staubsauger aus Versehen die Ohrringe unters Bett geschoben. Darauf musst du erst mal kommen. Mann, lass mich in Ruhe. Wir haben Glück gehabt und sind mit dem blauen Auge davongekommen. Und jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, ist es klar? Aber wenigstens bedanken darf ich mich, oder? Ich meine, du hättest mich auch voll reinreißen können. Ich überlege auch, ob ich das nicht besser hätte tun sollen. Hast du aber nicht. Ich glaube ja, dass du mich ein kleines bisschen nett findest. Du bild dir mal bloß nichts drauf ein, ja? Ich meine, wo wir die Sache gut überstanden haben, ist doch echt nur noch eine gute Geschichte. Alle werden sich totlachen, wenn wir die erzählen. Untersteh dich, wenn du nur ein Sterbenswörtchen zu irgendjemandem sagst oder dich lustig über mich machst. Was passiert dann? Dann bring ich dich um, und zwar eigenhändig. Oh, da verziehe ich mich mal besser, hm? Ja. Bis dann. Du siehst wirklich toll aus. Der Kosmetiker war ein Tipp von Katharina. Vielleicht kannst du mir bei Gelegenheit mal die Adresse geben. Sicher. Ich sollte vielleicht auch mal was für mein Äußeres tun. Nachdem du gestern schon gesagt hast, ich sehe so schlecht aus. Müde, nicht schlecht. Ja, ja, müde. Das ist ein Unterschied. Ich verstehe schon. Ich habe übrigens die Liste mit den Organisationen durchgesehen. Sie liegt mit ein paar Anmerkungen bei euch in der Wohnung. Danke. Es hätte aber keine Eile gehabt. Aber ich sag's ja, du arbeitest zu viel. Als ich in der Wohnung war, da saß Werner mit dieser neuen Küchenhilfe am Tisch. Sie tranken Kaffee. Ja und? Also ich sag das jetzt als Freundin. Ja? Vielleicht solltest du ein bisschen aufpassen. Diese Kleine, die ist ein hübsches Ding. Du meinst? Du wärst nicht die erste Ehefrau, die es als letzte erfährt. Wegen Laura? Nein. Nein, Werner traut er eher seiner Jugend nach. Laura ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Mutter? In Lauras Mutter war Werner mal schwer verliebt. Ist aber alles eine Ewigkeit her. Da kannten wir uns noch gar nicht. Werner hat mal Lauras Mutter geliebt? Und Laura? Schatz, ich dachte, wir essen zusammen.
Ich wusste nicht, dass du meine Mutter herbringst. Ja, kein Problem, bis später. Tschüss. Hallo. Darf ich? Bin schon weg. Ist alles klar bei dir? Ja, ja. Siehst ein bisschen blass aus. Ich brauche nur frische Luft und ich muss endlich mal was essen. Ich habe ein bisschen niedrigen Blutdruck. Kommt hier kein Mittagessen in der Küche? Das ist mein Frühstück. Weiter habe ich es heute noch nicht gebracht. Setzt sich Robert so unter Druck? Nein, nein. Das geht schon. Ich brauche nur ein bisschen frische Luft. Laura.